Willkommen zurück zu Alan Wake's American Nightmare. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play in das Kaninchen und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso sind wir in der Szenenauswahl? Ja, das Problem ist, dass es scheinbar jetzt im zweiten Teil des dritten Kapitels, also beim Observatorium, irgendwie was nicht ganz in Ordnung ist, denn es ist mir jetzt schon zweimal abgeschmiert. Und ja, deswegen muss ich jetzt leider hier direkt so einsteigen, weil es gibt ja keinen Speicherpunkt. Also der letzte Speicherpunkt wird ja einfach immer wieder überschrieben. Und damit ihr nichts verpasst, fange ich jetzt neu an dieser Stelle. Damit ihr dann das entsprechend seht, was wir jetzt noch hören und was so passiert ist und alles. Und eine Kleinigkeit gab es als Änderung, wir haben es, also als Änderung nicht, sondern als am Ende, wir haben es geschafft, Emma zu retten. Es hat funktioniert. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Und zwar das dritte Fragment der Nachricht. Das hoffen wir, dass wir sie jetzt bekommen. So, wie gesagt, wir haben es geschafft, Emma zu retten. Und dadurch, dass ich jetzt aber hier einsteigen musste, habe ich ein kleines Problem, denn wie ihr seht, habe ich nur noch die lustige Handgun und keine andere Waffe. Das wird sehr lustig, aber es wird schon klappen. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Das wäre natürlich sehr cool und das ist, finde ich, auch richtig schön, dass die NPCs hier auch wirklich reagieren und mitmachen. Ja, der macht da oben das Licht kaputt. Ich brauche aber hier die Pumpgun. Weil wenn ich gar keine Waffe habe, brauche ich die Pumpgun. Das hatte ich mir... Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? Or? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia. And we'll be right back. Ich glaube ja immer noch nicht, dass das wirklich echt ist. Wir sind hier in Night Springs. Da stimmt das alles. Das ist alles anders. So, wir müssen die primären Rohre sichern, an die wir jetzt noch nicht rankommen, weil das hier noch zu ist. Wir müssen jetzt halt mit dieser kleinen Waffe erstmal vorlieb nehmen. Jetzt hat der Herr das aufgemacht. Das ist sehr freundlich. Der Große allerdings, was nicht ganz so freundlich ist. Aber der ist auch schon wieder weg. So. Jetzt muss ich mich aber beeilen, denn hier kommen ganz schön viele. Da hinten war nämlich auch schon wieder einer. Und wir müssen jetzt hier ganz schnell anders. So, mach auf. Los benutzen. Und an mit dem Licht. Ready to look into the sky.
Right there, Doctor. Okay, da wird uns der Weg blockiert. Das ist natürlich sehr schön. Ach, und das kennen wir natürlich auch. Jetzt wird hier das Auto hingeworfen, um den Weg hier aufzumachen und um den Pfeiler abzuhauen. So, Dankeschön. Ist hier ein Speicherpunkt? Warum ist hier eigentlich kein Speicherpunkt? Wäre so nett, hier einen Speicherpunkt zu haben. Denn jetzt kommt gleich die Stelle, wo es regelmäßig abstürzt. Und ich weiß noch nicht, warum es regelmäßig abstürzt. Denn wenn ich hier rausgehe, entsteht... Ich kann, nach hinten kann ich ja nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier kommt gleich richtig Spaß. Da. Nämlich Hillbilly. Hillbilly-Freund. Und das ist ein größerer. So, Hillbilly. Das Schöne ist, dass du relativ langsam bist. Wir müssen halt nur immer weiter in den Kopf schießen. Alter, hält der viel aus, wenn man keine Waffen hat? So. Und jetzt möchte ich bitte ganz schnell mal zu einem Speicherpunkt, denn ich möchte das kurz sichern. Das hat nämlich bisher nie funktioniert. Ernsthaft? Gib mir einen verdammten Speicherpunkt. Alter, Spiel! Lass mich speichern! Mich verdammt nochmal speichern. Hier vorne, bitte, ihr, jetzt, Speicherpunkt. Ja, wirf mir verdammt. Och, nee, ernsthaft. Spiel, machst du es mir aber gerade nicht einfach? Nippe! Nein, das sind die! Oh Gott! Autsch! Oh nein, nicht! Oh nein, nur weil ich keinen Speicherpunkt habe! Geh weg! Ja, schön! Ach, ist das angenehm! Okay, hier wurde gespeichert. Sehr schön. Wenn hier gespeichert ist, werde ich mal ganz kurz die Pause nutzen und die Aufnahme speichern. So, dann ist das gesichert. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ich muss zwar alles nochmal machen, aber jetzt können wir entspannter laufen. Denn selbst wenn es jetzt abschmiert, weiß ich, hier ist Speicherpunkt. So, müssen erstmal noch nachladen, denn Hillbilly kommt wieder. Dann kann ich auch zurück und nochmal Munition holen. Ne, kann ich nicht. Aber ich kann mich ein bisschen umschauen. Los, komm her, Hillbilly. So, zeig dich. Ist halt schon ein bisschen gemein, dass sie einem nicht die Möglichkeit geben, dazwischen zu speichern, aber das ist halt, der Schwierigkeitsgrad des Spiels nimmt halt zu, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Man muss ja auch zunehmen. Und wir sind natürlich auch hier im Albtraummodus, das heißt, die Gegner sind natürlich auch alle zacken härter. So, die da oben funktionieren nicht. Da leuchtet aber was. Eine Manuskriptseite. Hier fehlen uns übrigens, wie ihr seht, noch zwei Manuskriptseiten. Eine davon ist die neue Realität, also eine weitere Manuskriptseite müssen wir noch finden. This act of creation is exhilarating and frightening.
Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade letzteres ist, denke ich, gar nicht so weit hergeholt. Wenn man den ganzen Terror hier miterlebt, den Alan so hat, wird man, glaube ich, entweder verrückt. Also, dass man... Was? Was war das denn? Hallo, die Herrschaften? Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich bin kein Fachmann für sowas, aber... Ach, die wollen uns dort hochleiten, dass wir definitiv dort lang gehen. Ach so, ja, sag das doch. Dunkelheit, sag das doch einfach. Sag doch einfach, hier, lieber Alan. Geh doch mal nach da. So. Okay. Hey. Gesehen. Weg. Weg. So. Jetzt muss ich mal schnell. Ich möchte jetzt nämlich mir die Waffe holen, die da lag. Tempomod. So. Hier lag doch eine Waffe für 40 Manuskriptseiten, die Combat Shotgun. Yes! Das ist eine Waffe, meine Freunde. Das ist eine Waffe. So. Und jetzt wollen hier doch mal ein paar Leute, wollten doch ein wenig Ärger machen. Los, kommt her. Ja, kommt. Okay, ihr werft das dahin, damit komme ich klar. Wir machen das Auto noch schnell weg, laden dann zwischendurch nach. Mit der Combat Shotgun funktioniert das alles viel einfacher. Schönen guten Tag. Bin dabei, bin dabei. So. Aber ich will eigentlich noch gar nicht mehr... Ich will erstmal Munition holen, denn... Ich möchte eigentlich viel lieber mich noch ein bisschen umschauen. Es fehlen mir ja noch zwei Manuskripte. Ne, eine Manuskriptseite. Was machst du denn da? Du machst schon, du holst dir schon das Bild. Kontrollpunkt erreicht, sehr schön. Zu wissen, dass hier... Ja. Entsteht hier der richtige Spaß, oder was? Na, dann mal los, dann kommt er. Ist hier schön mit dem schöner Mucker. Hui, guck mal. My mind comes here alone, and my own way.
Yes! Sehr cool! There, I have it! But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you alright? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Okay, das hat richtig... Die Szene hat mir Spaß gemacht. Ha, schön. Das war richtig cool. Vor allem mit der Mucke dazu. Das hat richtig gut... Die Mucke, diese geile Waffe, das hat richtig Spaß gemacht. Und die Doktorin finde ich ja auch richtig cool. Hey, ich will raus. Ich will noch erkunden. Heißt das, ich darf jetzt nicht mehr raus? Das wäre natürlich unschön. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you in me. All the best parts. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then, the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this, that I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Tschüss! Frech. Frech, frech. Na gut, wir werden aber erst in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gerade richtig Spaß gemacht, habt ihr bestimmt gemerkt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!